Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal. Heute geht's zum Topspiel VfB Stuttgart gegen den momentan Tabellenzweiten, den FC Bayern München. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Wir dürfen auf jeden Fall eigentlich nicht verlieren, obwohl der Gegner FC Bayern heißt. Und Bayern muss gewinnen, da Dortmund gestern gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen hat. Deshalb sind jetzt die Bayern auch 3 Punkte hinter Dortmund und müssen 3 Punkte heute einfahren. Und nebenbei spielt heute auch noch VfL Bochum gegen den FC Schalke 04. Bestes Ergebnis wäre dort eigentlich ein Unentschieden. Übrigens Leute, hier sind auf jeden Fall meine Tipps zum ganzen Spieltag. Mein Tipp ist ein 2:2. Es ist jetzt nicht so sehr realistisch. Es kann auch sein, dass wir einfach 4:4, 5:0 weggefetzt werden von den Bayern. So gut, wie sie halt gerade eben drauf sind. Aber wir dürfen halt einfach nicht verlieren. Wir haben letzten Spieltag gegen Schalke verloren. Das ging gar nicht. Ich habe mich auf jeden Fall für diesen Schal, dieses schwarze Trikot von der Saison, liegt daran, dass wenn ich mit dem Trikot ins Stadion gegangen bin, der VfB noch nie verloren hat. Ja, bin jetzt auf jeden Fall angezogen und würde sagen, wir können los.
Diaz. Mit der Nummer 16, Atakan. Parasor. Die 17, Genki. Haraguchi. Mit der 21, Hiroki. Ito. Die 22, Chris. Mit der 23, dann Axel. Satan. Und die 31, Phil. Diaz. Und weiter im heutigen Teamkader, Ersatzkeeper. Mit der Nummer 1, Florian. Müller. Die Nummer 4, Joscha. Wagnermann. Mit der Nummer 7, Tomki. Ulibay. Die Nummer 8, Enzo. Milot. Mit der Nummer 10, Thiago. Thomas. Die Nummer 11, Juan José. Pirea. Mit der Nummer 20, Luca. Weichmann. Die 28, Nicolas. Nathan. Und die 39, Thomas. Kastamara. So, dann schauen wir noch einmal. Oh,
München, neuer Spielstand 0:1. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 4, Matthijs de Ligt. Muss dann vor dem Torschützen jetzt das so schießen. Ja. Oh!
jetzt einen Tag nach dem Spiel. Ich habe es verkraftet. Wir haben verdient. 2-1 verloren. Am Ende wäre vielleicht was drin gewesen. Punkt. Wenn Koulibaly den zum Beispiel anstatt neben das Tor ins Tor köpft. Aber war ein verdienter Sieg für die Bayern. Props geht auch raus an die Bayern-Fans. Die haben auf jeden Fall auch gut Stimmung gemacht. Aber genauso wie wir. Wir haben auch richtig krasse Stimmung gemacht mit den Pyros und alles. Wenn ein bisschen Unterstützung auf dem Vlog da lassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.